Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist das erste Video, das ich mit dem neuen Stuhl aufnehme, außerhalb von meinem Livestream. Übrigens hat sich die Kameraperspektive geändert. Das liegt daran, vorher hatte ich ja... Mission completed. Da hatte ich ja hier hinten noch einen leeren Bilderrahmen mit nichts drin. Und jetzt sieht man, es hat etwas Schwarzes drin. Das liegt daran, dass sich hier bald etwas tun wird, weil ich endlich etwas gefunden habe, was ich reintun kann. Aber alles zu seiner Zeit, deshalb hat sich aber der Kamerawinkel geändert, dass man das jetzt wunderschön sehen kann. Heute soll es um folgendes Thema gehen, und zwar Snapchat und die komische For You-Page, / Discover-Page. Aber dazu müssen wir erstmal klären, für die, die nicht so im Social-Media-Game drin sind, also wahrscheinlich niemand von meinen Zuschauern, was ist Snapchat? Ich zitiere von Wikipedia, Snapchat ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst zur Nutzung auf Smartphones und Tablets. Der Dienst ermöglicht es, Fotos und andere Medien, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden sichtbar sind, bevor sie automatisch entfernt werden, an Freunde zu versenden. Snapchat wurde im September 2011 gegründet unter dem Leitsatz, bei Snapchat geht es nicht darum, den traditionellen Kodak-Moment einzufangen, es geht darum, den vollen Umfang menschlicher Emotionen zu transportieren, nicht nur, was hübsch oder perfekt zu sein scheint. Damit ich ja perfekt für Snapchat. Übrigens, Fun Fact, 2018 sank der Börsenwert von Snapchat um 1,8 Milliarden Dollar, da Kylie Jenner das Design der App kritisiert hat. Im November 2012 wurde bereits das milliardste Foto gesendet und im Juni 2013 wurden kleinere Features hinzugefügt. Im Oktober 2013 kam dann die Story-Funktion und tatsächlich waren Snapchat die ersten, die eine Story-Funktion implementiert haben. Danach folgte Twitter noch im gleichen Monat und mit weitem Abstand hat Instagram die Funktion im August 2016 erlegt. WhatsApp und Facebook folgten 2017 und herzlichen Glückwunsch an YouTube, 2018 haben sie es geschafft. Im Mai 2014 hat Snapchat dann den Videochat eingeführt. Die Idee war nicht neu, sondern die gab es bereits in den 1930er Jahren. 2015 wurde dann Videobearbeitung möglich gemacht, indem man das Startup Luxury gekauft hat. Und 2017 wurde die SnapMap und die berüchtigte Discover-Page eingeführt. Es gab 2013 noch einen Hack auf 4,6 Millionen Nutzer da. Bezüglich Datenschutz ist noch interessant aus den AGB. Snapchat räumte sich das unwiderrufliche Recht ein, die auf den Servern des Unternehmens gespeicherten Bilder seiner Nutzer zu verwenden, zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Mit einer Neufassung der Datenschutzrichtlinie des Dienstes vom November 2015 darf Snapchat auch Name, Bild und Stimme seiner Nutzer in sämtlichen Medien unbefristet verwenden. Bild und Stimme sollen dabei in den sogenannten Live-Stories verwendet werden dürfen. Eine Nutzung von Snapchat gilt als Einverständniserklärung zu diesen Geschäftsbedingungen. Nun mag man sich fragen, wie kam ich überhaupt auf das Thema? Tatsächlich habe ich Snapchat schon seit vielen Jahren, war immer extrem inaktiv. Ich habe es vielleicht zweimal im Jahr gebraucht, um mal ein Thumbnail zu machen. Aber seit kurzer Zeit bin ich wieder aktiv, weil ich viele Stories aus dem Militär von anderen Leuten kriege. Und da war es dann auch, dass ich die seltsame For You-Page oder Discover-Page entdeckt habe. Mit meiner Meinung nach sehr fragwürdigen Inhalten. Und da mich das interessiert hat, habe ich dann eine Recherche dazu betrieben. Okay, jetzt sieht man meinen Handybildschirm. Und zwar sieht man, ich habe mir ein Profil erstellt mit dem Geburtstag 1. Mai 2009. Das ist ein Beispielprofil von jemandem, der 13 Jahre alt ist. Wenn wir jetzt hier auf die Stories gehen, sehen wir, hier haben wir öffentliche Stories. Würdet ihr sagen, sowas ist für jemand, der 13 Jahre alt ist, geeignet? Ich würde sagen nicht. Sollte man solche freizügigen Stories erlauben, wenn jemand 13 Jahre alt ist? In meinen Augen sind solche Stories sehr problematisch in diesem Alter wegen Naivität, Pubertät etc. Und tatsächlich sind 69% der Nutzer zwischen 13 und 17 Jahren alt. Über zwei Drittel der Nutzer. Die einzigen Möglichkeiten, die Stories zu steuern, sind melden. Man kann jemanden abonnieren oder deabonnieren und so soll es den Algorithmus etwas beeinflussen können. Oder man kann diesen Inhalt ausblenden. Und in den Einstellungen kann man noch Werbungspräferenzen einstellen, das bezieht sich dann aber nur auf gesponserte Inhalte. Okay, dann mache ich jetzt mal den Test. Dann schauen wir mal, wie das meine Präferenzen verändert. Wir haben jetzt gesehen, was mir so vorgeschlagen wird. Und in 10 Minuten sehen wir uns wieder oder für euch ist es nur ein Schnitt. Okay, ich habe jetzt versucht, mit diesen Filtern Sachen auszublenden oder aber auch Sachen zu abonnieren, um den Algorithmus ein bisschen, ja, anzukurbeln. Wie wir sehen, hier habe ich Sachen abonniert. So wirklich viel hat es nicht gebracht. Es werden noch immer Sachen vorgeschlagen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht geeignet sind für eine Zielgruppe.
ihr Sachen nicht zensieren muss. TikTok Challenge goes horribly wrong. Also, ja, ich konnte Sachen ausblenden, aber es hat mir einfach wieder ähnliche Sachen in die Richtung vorgeschlagen und hat nicht verstanden, dass ich kein Interesse habe an, ich sag mal, freizügigen Stories. Das Problem ist, wenn einem 13-Jährigen so etwas schon vorgeschlagen wird, dann hat er es ja schon gesehen. Eigentlich dürfte es gar nicht gezeigt werden, auch ohne dass man irgendwelche Filter anwendet. Aber apropos Alter, ich habe etwas sehr, sehr Interessantes festgestellt. Wird das Alter überhaupt nicht überprüft? Ich konnte mich als 19-Jähriger jetzt als jemand registrieren, wo 13 Jahre angegeben ist. Das heißt, gegen Pädophilie oder so wird gar nichts gemacht. Ich könnte auch 35 sein und mich registrieren als ein 13-Jähriger, damit 13-jährigen Leuten schreiben. Gleichzeitig kann man sich auch älter machen. In beide Richtungen ist kein Schutz vorhanden, weil das Alter überhaupt nicht überprüft wird. Und das finde ich eine Katastrophe. Dann habe ich auf jeden Fall dazu noch ein bisschen im Internet recherchiert, warum es so komisches Zeugs überhaupt gibt und was andere Leute dazu sagen. Und tatsächlich ist es ein weit verbreitetes Thema, dass die öffentlichen Stories überhaupt nicht gut ankommen bei den Leuten. Auf einer englischen Seite, sinngemäß auf Deutsch übersetzt geschrieben, Snapchat stellte Platz in der App zur Verfügung für jegliche Veröffentlichungen. Leider haben einige Herausgeber begonnen, überzogene Titel und Clickbait zu verwenden, um die Aufmerksamkeit der jungen Nutzerschaft zu erwecken. Auffällige Artikel scheinen gut abzuschneiden, weshalb es eine Fülle von Inhalten über Alkohol, Gossip oder Drama gibt. Dort wird auch gesagt, dass Snapchat die Inhalte definitiv besser filtern sollte, die auf der Discover-Page angezeigt werden, was auch meine Meinung ist. Noch eine Nutzermeinung auf Reddit, und zwar aus dem Jahr 2018. Ich hasse es so sehr, was auf Snapchat wurde. Offensichtlich war es besser vor der Discover-Page. Jetzt werden mir zufällige Stories von Leuten vorgeschlagen, die mich nicht interessieren. Die Funktion Verstecken oder Melden bei diesen Werbungen bringt nichts. Das ist genau das, was ich auch gemerkt habe. Das heißt, 2017 wurde die Funktion eingeführt. 2018 haben sich Leute bereits darüber beschwert. Und wait, was für ein Jahr haben wir nochmal? Ah, stimmt, 4 Jahre später und wir haben immer noch das gleiche Problem. In diesem Video wollte ich mal aufzeigen, was ich bei Snapchat so bemerkt habe, und es hat mich auch mal wieder davon überzeugt, dass ich diese App nicht aktiv nutzen werde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, war mal wieder ein Informationsvideo, und bis zu einem nächsten Video oder Livestream.